Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Castle Strike. Und auch herzlich willkommen zurück zu ein paar, genau, neuen Soldaten. Nein, herzlich willkommen zurück bei den Engländern, soweit ich das vom letzten Mal noch weiß. Und genau, hier mein, oder unser schnöseliger Joffrey, der anscheinend jetzt unsere neue Heldeneinheit wird. Mensch, das mit den Soldaten geht verdächtig schnell, das finde ich gut. Wo sind wir denn das letzte Mal stehen geblieben? Ich habe nämlich seit der letzten Folge, gebe ich an der Stelle einfach mal ein bisschen dreist zu, eine kleine Pause gemacht. Und da kommen schon die nächsten Einheiten. Wunderprächtig. Wunderprächtig. Was habe ich denn als in Auftrag gegeben? Wir haben für meinen Geschmack zu wenig Schützen. Da rüsten wir hier gleich mal ein bisschen auf. Genau, der Beikämpfer ersetzt, glaube ich, den Schwertkämpfer bei den Deutschen. Und der Bogenschütze sollte gleich sein. Und das Gleiche gilt auch für den Speerkämpfer. Okay, soviel für mich zur Rekapitulation. Wir haben hier oben stehen, oh, das ist bestimmt nicht gerade einfach zu lesen, noch 7 Minuten und 25 Sekunden gerade hier. Die weiße Schrift auf einem weißen Schneehügel ist vielleicht auch eher suboptimal. Egal, was wollte ich denn eigentlich sagen? Genau, unsere Einheiten sammeln sich hier langsam zusammen. Ich würde sagen, den Pfarrer, wahlweise unseren Bruder, den ziehen wir hier mal schnell aus dem Banner raus. Den müssen wir ein bisschen abseits halten. Da kommt doch was auf uns zu, das sehe ich doch jetzt schon wieder. Es leuchtet blau an und es läuft direkt in unser Dorf hinein. Kümmern wir uns darum. Oh, wir schießen ihn an und er stürmt direkt los. Ah, okay. Also es ist die erste Mission bei den Engländern. Oh, und neue dramatische Kampfmusik. Oh, von der anderen Seite kommt er ja auch. Nein, 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 nein. Nein, nein. Lauf, 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 lauf. Du. Ich hätte es gleich am Anfang fast in den Sand gesetzt. Wir müssen den ja auch beschützen. Das war jetzt aber knapp. Das war jetzt aber sehr knapp. Die kam ja von der Seite auch noch. Puh, ja gut. Habe ich mir gedacht, machst du mal so ein gemütliches Blubberfasel-Intro. Oder versuchst es zumindest. Und zack, hauen dir die wieder ordentlich sämtliche Bolzen und keine Ahnung was um die Ohren. Aber wir leben noch. Mehr schlecht als recht, aber wir leben noch. Um das hier auch gleich nochmal anzumerken, habe ich denn, Tipp, Verwundete werden in der Nähe des Lazaretts geheilt. Wo habe ich denn ein Lazarett? Lazarett, wo habe ich ein Lazarett? Moment, ich muss ja... Ach genau, ich klicke es noch an und wundere mich dann, wo es denn ist. Alles klar, ja Jungs, dann auf hier hin. Das gleiche gilt für dich. Es schaut ja mehr aus wie ein Lagerhaus, wie so ein Lagerschuppen. Ach nee, wenn man näher rangeht, sieht man auch die Betten hier unten. Okay, ich habe nichts gesagt, ich habe nichts gesagt. Ich nehme alles wieder zurück hier mit und offiziell, weilweise ohne das und. Und dann, ach nee, Moment. Da war ich gerade schon wieder gedanklich in einem anderen Spiel unterwegs. Oh, 30 Holz, das ist... Okay. Wir halten fest, ich habe fast kein Holz mehr. Nein, ich habe kein Holz mehr. Das ist natürlich super. Das heißt, unsere Schützen sind jetzt natürlich von noch sehr viel mehr wert, denn wenn wir die verlieren, ist Feierabend. Kriege ich irgendwo die Möglichkeit, nochmal Soldaten zu rekrutieren? Ich glaube nicht. Ja, das ist natürlich gut. Man kann aber, denke ich mal, damit noch irgendwie umgehen. Unseren Bruder möchte ich hier mal schnell anmelden. Quatsch. Anwählen, nicht anmelden. Wo ist er denn? Da ist er doch. Und hier ist so ein bisschen... Ach ja, da kommen sie wieder ein bisschen gleich in diese Richtung. Und hier, ihr macht mal bitte aggressiv. Wahlweise nicht aggressiv, aber wieso muss ich hier wieder direkt Befehl geben? Geben wir hier mal einen direkten Befehl. Die Ballkämpfer sind an sich ziemlich stark, sehe ich gerade. Aber da kommt wieder anderes Gewürm. Egal, was wir tun, wir müssen auf jeden Fall den Mönch retten. Der ist ziemlich anfällig. Okay, es geht aber besser, als ich dachte. Streitkolbenkämpfer. Haben die noch was anderes? Wahrscheinlich... Ah ja, Armbrustschütze leicht sogar. Hört, hört. Ich glaube, wir hatten in der letzten Kampagne bloß mittlere und schon schwere Armbrustschützen. Kann das sein? Aber ja, auch hier zeigt er sich wieder dadurch aus, dass er nicht sehr schnell unterwegs ist. Was natürlich wir an der Stelle sehr gut ausnützen können. Vor allem, wenn er nicht fliehen kann. Und gleich mal hier wieder zum Lazarett. Oh Gott, dieser Schnösel. Der kostet mich wahrscheinlich noch das ein oder andere paar Nerven, behaupte ich einfach mal. Aber gut, vielleicht können wir uns ja damit noch ein bisschen arrangieren. Und hier, gut, für zwei Ballkämpfer haben wir noch genug Eisen übrig. Danach wird es auch schwierig. Aber egal, es sind noch 4 Minuten zum Durchhalten. Das sollten wir eigentlich hinbekommen. Wobei ich mich dann doch frage, ein bisschen, um das mal hier ein bisschen zu hinterfragen, wenn man so möchte, wortwörtlich. Ich habe schon wieder Fragen und Fragen in einem Satz verbastelt. Das war wieder eine sehr schnelle Doppelung, die ich eigentlich nach wie vor versuche zu vermeiden. Vielleicht klappt das ja irgendwann. Worauf ich hinaus wollte, ist, wenn ihr so verhältnismäßig viele Soldaten angreifen, könnte man das ja je nach Größe mit einer Armee assoziieren. Und jetzt frage ich mich doch, was ist denn an einem Lazarett, einem Gemeindehaus,
einer Kaserne, einem Bogner und einem Versammlungsplatz, falls ich ihn nicht schon aufgezählt habe, inklusive ein paar Wohnhäusern, so wichtig, dass man da massenhaft an Soldaten reinschickt. Gut, klar, ich meine, jetzt sind wir natürlich da und wir als das Ziel der Gegner werden natürlich jetzt in MMOs hätte man gesagt gefokust, aber es passt ja, glaube ich, auch nur halbwegs. Moment. Wenn da die Karte aufblinkt, können wir von da aus beschossen werden. Das ist nicht... Die zünden die Siedlung an. Was ist denn hier? Oh, die zünden sogar von beiden Seiten an. Das ist nicht gut. Habe ich irgendwen, der das löschen kann, so aus Neugierde? Ich glaube nämlich leider nicht. Der Bruder ist noch da. Die Schützen können noch schießen. Ja, es geht besser, als ich dachte. In dieser Richtung. Ich muss bloß gucken, nicht, dass unser Held hier vorne weg stirbt. Nein, das schaut noch gut aus. Und die laufen irgendwie zu den Schützen oder was... Oh, 3 auf 1 Streich. Sehr gut, Jungs. Ich bin begeistert. Da merkt man durchaus die Stärke der englischen Bogenschützen, behaupte ich jetzt einfach mal. Kann ich das jetzt irgendwie noch verhindern, dass hier die ganze Bude abbrennt? Ja, nein, vielleicht. Ja gut, der lässt sich bloß beschießen. Greift ja mal bitte den mit an. Bevor der Speerkämpfer, meine ich, umgeschossen wird. Und hier, gut, der sollte auch gleich weg sein. Okay, also die Befehle, was ich jetzt schon ein paar Mal gemerkt habe, das sind jetzt, solange wir hier spielen... auf Englisch. Was mich vor unlösbare Aufgaben stellt. Nein, Quatsch. Aber was dann doch ein bisschen interessant ist, weil Joffrey oder unser Jeffrey, wie auch immer, ist ins Deutsche übersetzt worden mit seinen Kommentaren, aber irgendwie die Bewegungsbefehle der Soldaten nicht. Ja, schade eigentlich, aber das ist ja nicht weiter schlimm. Ich glaube, die grundsätzlichen Bewegungsbefehle, die sollte man auf Deutsch wie auch auf Englisch, denke ich mal, soweit verstehen. Rein theoretisch natürlich. Und der sagt, das ist kein Problem, das freut mich natürlich noch mehr zu hören. Den können wir hier erstmal direkt zur Heilung quasi ins Lazarett stecken und hier wieder raus. Du sammelst dich hier in der Mitte und wir gucken jetzt mal, die letzte Welle kam von da unten. Vielleicht kommt die jetzt letzte Welle, also die finale Welle, wenn man so auf die Uhr guckt, vielleicht von einer anderen Seite oder doch nochmal von allen dreien. Das wäre natürlich auch möglich. 2 Häuser haben die uns angezündet. Ziemliche Unverschämtheit. Ich rechne damit, dass irgendwas passiert, weil dadurch, dass wir jetzt die ganze Zeit so fix unterwegs waren, verdächtig still. Ach nee, guck an, da kommt ja wieder was. Wie lange habe ich, dass wieder von derselben Seite kommt? Oh nee, ja, ja, ich habe nichts gesagt. Teilet euch auf und schieße die Feinde da nieder. Ich muss bloß gucken, dass der... Oh ja, sie kommt tatsächlich von allen Seiten. Das ist sehr ungesund, aber durch unser Banner können wir das, glaube ich, sehr gut gegenhalten. Und dadurch, dass wir hier am Lazarett kämpfen, sind wir noch halbwegs gestützt, was die Heilung angeht. Oh, aber auch nur teilweise. Mal hier einfach mitten reinhauen. Da siehst du, die fallen doch alle um. Nee, ich glaube, es ging. Ich glaube, wir haben erfolgreich das Dorf verteidigt. Die letzten Sekunden brechen an. Und irgendjemand hat gerade sehr schön gequiekt, als er gestorben ist. Das klang gerade ziemlich lustig. Wer war das? Kann derjenige das bitte nochmal machen? Ist auf jeden Fall keiner unserer Schlüsselcharaktere. Die leben noch beide. Was ist denn da hinten los? Auf, Joffrey. Herr Jemini, tatsächlich. So, die letzten 10 Sekunden. Ich glaube, wir haben es erfolgreich geschafft. Möchte man munkeln. Ach ja, stimmt, die Wegkreuzung mit den 4 verschiedenen Richtungen für die 4 verschiedenen Dörfer. Genau, und hier haben wir leider auch wieder unsere Soldaten hinstellen müssen. Oh, schade, ich hatte eigentlich gehofft, die könnten wir mitnehmen. Das hätte bestimmt die ein oder andere folgende Aufgabe noch ein bisschen einfacher gemacht. Ich würde sagen, wir marschieren jetzt hier einfach mal nach Norden. Vielleicht finden wir hier noch was, aber wir lassen unseren Kämpfer mal nach vorne laufen. Falls wir denn angegriffen werden. Mal hier ums Eck gesprintet. Oh, da ist schon wieder das nächste Dorf. Die Pest, die Geißel der ganzen bekannten Welt, hat in dieser Gegend gewütet. Der üble Einfluss der höllischen Seuche hatte das Land nahezu entvölkert. Bruder Raphael beharrte energisch darauf, dass man die Pestilenz unverzüglich mit der Hilfe des Herrn vertreiben müsse. Moment, das geht mir jetzt gerade schon wieder viel zu schnell. Ja gut, die... Stopp, kann ich denn wenigstens hier die Leute heilen? Also einen scheine ich heilen zu können. Ich hoffe nur mal, dass er dadurch nicht stirbt. Hier haben wir einen Marktplatz. Was soll ich denn eigentlich tun? Erschlagen Sie die Aussätzigen, finden und eliminieren Sie... Nein, finden und eliminieren Sie die Ursache der Seuche. Ja gut, ob man der Pest mit Glauben beikommen kann, wage ich natürlich zu bezweifeln.
um das hier mal zu sagen. Und ja, die Pest natürlich an sich eine... Wir werden angegriffen. Wieso haben jetzt die zwei auf einmal... Ach, da ist wieder irgendjemand, den wir niederschlagen können. Das ging schneller, als ich dachte. Ja, gut. Natürlich, dadurch, dass man diese Pestkranken anfasst, wird man sich anscheinend auch automatisch mit der Pest als da selbst infizieren. Aber ja, die Pest an sich, um es nochmal anzuschneiden, ist natürlich auch eine der eher unschönen Gegebenheiten des Mittelalters. Komm doch gleich mal hier rum, nicht, dass unser Held hier noch an der Pest stirbt. Ich habe nämlich das Gefühl, wir werden die anderen hier... Wieso, Joffrey, wieso willst du denn nicht kämpfen? Wieso wollt ihr denn jetzt nicht kämpfen, frage ich mich. Habe ich irgendwo sowas wie ein Lazarett? Wohnhaus? Nein, natürlich nicht. Das heißt, sie sterben uns ja alle gleich weg, die Soldaten höchstwahrscheinlich. Und ja, was ich eigentlich sagen wollte, bevor ich wieder einen halbwegs gedanklichen Hänger hatte, das Töten von Leuten, die Pest haben oder allgemein eine Krankheit haben, wird selbige Krankheit nicht wirklich einschränken. Ich meine, wir sehen hier schon, bisher die einzigen Verluste, die wir jetzt hatten, sind in dem Sinne eigentlich doppelt an der Bevölkerung. Weil einmal die Soldaten, die sterben, und einmal die Bevölkerung, die von der Pest selbst dahingerafft wird. Das ist natürlich eher unschön, möchte man vorsichtig formulieren. Und das sind auch schon wieder die Nächsten. Auf. Wo ist denn die Ursache der Seuche? Wen müssen wir denn dieses Mal dafür verantwortlich machen? Ich behaupte mal nicht, dass es irgendjemanden gibt, der hier so mit der Seuche herumforscht oder experimentiert, schnell hier zusammenkommen, nicht, dass die noch wegsterben. Oh, ich glaube, einen können wir retten, oder? Können wir den anderen auch noch retten? Das war ziemlich knapp. Hat er gerade gesagt, I kick ass for the Lord? Hat er das gerade wirklich gesagt? Na gut, das kann man tun, ja. Ich weiß aber nicht, ob man das tun sollte. Und da geht's schon wieder los. Auf. Man schnappe sich mal hier die ganzen Leute weg müssen. Mit was für einer Waffe kämpft er eigentlich? Ist es ein Dolch? Ein Degen? Oder was soll das sein? Ich glaube schon, es wirkt nicht mehr in zwei Hände. Finden und eliminieren sie die Ursache der Seuche. Mal hier bitte zusammensammeln und hier bitte am besten den da heilen. Irgendwas heilen, was gerade noch vor sich hin fault, damit wir genau das verhindern können. Ja, gut, ich glaube, wir haben es. Ja, wir haben es überlebt. Wäre noch knapp, aber wir haben es überlebt. Ja gut, Tipp, folgen Sie dem Pfad hinter dem Dorf zur Quelle des Brunnens. Ich dachte es mir fast, dass wir hinten weiter müssen. Ach, Joffrey, jetzt hör doch auf zu mimosen und mach einfach das, was ich dir sage. Auf. Mal gucken, was wir hier noch finden. Es geht aber weit nach hinten. Ach, da blinkt es auch extra nochmal auf der Karte für so Leute wie mich, die das extra übersehen können. Ja gut, dann schauen wir uns mal den Brunnen an. Mal hier bitte ganz rauszoomen und die Einheiten versammeln. Ihr beleidigt meine Intelligenz. Ach, Wildtiere auch noch. Das ist ja Wahnsinn. Und Joffrey bekommt in dieser Mission aus irgendwelchen Gründen keine Erfahrungspunkte mehr. Na gut, wahrscheinlich, weil bloß ein Levelaufstieg in diesem Level selber vorgesehen ist, könnte ich mir zumindest vorstellen. Ja, schon wieder. Was ist denn hier los? Hinfort. Siehste, sag ich doch. Gut, er würde auch Heilung kriegen, aber mittlerweile, oder was heißt mittlerweile, er hat immer noch genug Gesundheitspunkte. Genau, flicken wir erstmal hier die anderen Soldaten zusammen. Ja komm, schau, der hustet den Wolf einmal an und der kippt zur Seite weg. Das ist doch schön. Das ist sehr schön sogar. Mal hier mitkommen. Ich bin mir sicher, dass dieser Brunnen bewacht ist, wenn der wirklich die Ursache zu finden ist. Schade eigentlich um die schönen Wölfe. Aber gut, wenn die uns im Weg stehen, dann werden die wohl leider, ja, entfernt werden müssen. Das hier ist aber noch kein Brunnen. Das hier wirkt eher wie so ein Fluss. Moment, hier sind Fässer. Das riecht nach Zivilisation. Man reiche mir meinen Helden und dann schleichen wir uns hier mal ein Stückchen weiter nach vorne. Wie jetzt? Der Leibeigene schüttet da irgendwas rein. Kannst du aber aufhören damit? Den haben wir erwischt. Oha. Oh, la. Oh. Mal hier bitte den wegmachen. Und yeah, das war jetzt aber knapp. Das wollte ich eigentlich gerade gar nicht so überdramatisch machen. Oh, komm ich hier noch weg? Wo ist der Pfarrer? Der Pfarrer zu mir. Und hier, den können wir doch bestimmt auch nochmal angreifen. Zack, weg mit dir. Huh, das hat geklappt. Hier war das knapp. Ja, huch, da wäre uns um ein Haar ja fast der Joffrey verreckt.
Es war eigentlich gar überhaupt nicht so geplant. Da hat man also schon gesehen, die Möglichkeit von getarnten Einheiten gibt's also auch. Und ja, die haben uns ordentlich einen auf die Mummel gegeben. Vor allem dadurch, dass ich die am Anfang eiskalt ignoriert habe und einfach versucht habe, auf die Leibeigenen, auf die Unbewaffneten einzuschlagen. Das war eher auf, oder in, wahlweise auf taktischer Ebene bezogen, der komplette Mist. Aber was zählt ist, dass wir es geschafft haben. Mehr schlecht als recht. Aber wir haben es geschafft. Und mein Glück ist, dass hier die zwei Kameraden gleich am Anfang wieder oder an der Wegekreuzung wieder ihre Gesundheits- und Mana-wahlweise Ressourcenpunkte aufgefüllt bekommen. Und hier müsste gleich das nächste Dorf sein. Was hatten wir jetzt schon? Die Pest? Genau, die Franzosen oder irgendwer waren das, glaube ich, die jetzt den Brunnen vergiftet haben, wenn ich mich jetzt in der Farbe nicht geirrt habe. Da kann ich dann beim Punktestand nochmal gucken. Ich möchte jetzt bloß nicht wieder in eine Szene reinquatschen. Ach, tatsächlich. Gesetzlose waren in die kleine Siedlung eingefallen und hatten alle Frauen des Dorfes verschleppt. Die wenigen Männer, die fähig waren, eine Waffe zu tragen, rüsteten sich, um zu ihrer Befreiung aufzubrechen, als Jeffrey und Bruder Raphael am Ort des Geschehens eintrafen. Und ein geschmückter Baum mittendrin. Ostaufgabe: Suchen, befreien Sie alle 8 Frauen, bringen Sie alle befreiten Frauen heil zurück ins Dorf. Was ist das? Das ist ein Kundschafter. Was auch immer man mit dem Kundschafter machen kann, den stelle ich mal abseits unserer Gruppe. Ach, vielleicht ist der Kundschafter noch unsichtbar für andere Einheiten. Das wäre natürlich schön. Hier gründen wir direkt mal einen Banner draus. Und marsch, marsch, marsch hier mal in diese Richtung. Das gleiche gilt für den Kundschafter. Das ist gut, wenn er sagt, er will das machen. Ach ja, da schau an, was wir da wieder gefunden haben. Aber man sieht schon richtig, wo der Held reinschlägt und wo einfach nur irgendjemand quasi auf die Leute einhaut. Moment, wir werden hier gerade beschossen, ne? Wollte ich nochmal festhalten. Oh, Wetter, die machen echt ziemlich böse Schaden. Die habe ich gar nicht so stark in Erinnerung. Weil jetzt habe ich diese Mission überhaupt in Erinnerung. Ob das jetzt für oder gegen mich spricht, möchte ich an dieser Stelle unkommentiert lassen. Wir konnten 2 Frauen befreien, jawohl. Die können wir gleich mal hier ins Dorf schicken. Ich glaube, es reicht, wenn man die zur Mitte schickt. Habe ich hier sowas wie ein Lazarett? Mal hier nochmal schnell zurückflitzen. Ist das ein Lazarett? Nein, das ist ein Wirtshaus. Obwohl, im Wirtshaus gibt es Bier. Kann man sich durch Bier heilen? Ja, nein, vielleicht? Nein, schade. Wohnhaus, Wohnhaus, Holzfäller, Hütte, Bognerei. Nein, schade. Sehr schade. Aber es gibt anscheinend auch mit dieser neuen Fraktion neue Gebäude, merke ich gerade. Und zu den neuen Gebäuden, was ist das hinten? Da können wir gleich nochmal gucken. Und zu den neuen Gebäuden und zu den neuen Einheiten kommen auch jeweils neue Sound-Bausteine hinzu. Und das freut mich dann doch schon wieder. Da ist dann doch wieder ziemlich viel Abwechslung dabei. Mal hier nochmal schnell spicken. Was ist das? Ach, ein Notlager. Okay, also nichts Besonderes. Weil ich dachte bloß, das Gebäude wird hier noch gelb angezeigt. Vielleicht wäre da irgendwas so im Sinne von Verbandszeug oder so versteckt. Ach ja, Moment, ich glaube, der Kundschafter ist weg. Kann das sein? Kundschafter? Habe ich den Kundschafter noch? Ja, nein, ich glaube, der Kundschafter ist schon weg. Das war jetzt natürlich taktisch eher unschön. Gut, muss man damit klarkommen. Das wird auf jeden Fall jetzt doch ziemlich interessant. Obwohl, es klang vielleicht schon wieder ein bisschen negativ, muss ich mal gucken. Dann später im Schnitt. Aber ohne Kundschafter ist es natürlich ziemlich schwierig. Da tappen wir uns blind durch die Gegend. Da schau, kommt schon wieder einer. So, macht das nicht nochmal. Da ist irgendwo noch einer, ich habe es gerade gesehen. Habe ich ihn erwischt? Ich glaube, ich habe ihn erwischt. Okay, dann können wir hier noch ein Stückchen weiter schleichen. Was, wir werden immer noch angegriffen? Mal hier aus dem Wald raus. Ich sehe nichts. Ach ja, da ist er doch. Gesetzloser. Nieder. Mit diesem Lump. Ah, das ging. Muss ich jetzt jedes Mal warten, bis der Priester die zusammengeheilt hat. Das könnte wahrscheinlich noch ein bisschen dauern jedes Mal wieder. Mal hier. Den einzelnen anwählen kann ich nicht im Banner. Stimmt, da war ja was. Okay, dann schleichen wir trotzdem mal noch ein Stückchen weiter nach vorne. Die ersten 2 Frauen haben wir ja schon mal. Und noch ein Stückchen weiter nach vorne. Ist hier noch irgendwas? Nein. Aber hier schaut's nach einer Gabelung aus. Das heißt, irgendwo in der Nähe sind hundertprozentig wieder einige von den Gesetzlosen untergebracht. Halt, stopp. Da ist ein Lager. Das heißt, hier finden wir noch jemanden. Stopp. Wir werden schon wieder angegriffen. Ich sehe schon wieder niemanden. Ach, da. Mist. Wo ist er hin? Wo ist er denn hin? Ich sehe ihn nicht. Die Leute können ihn beschießen, aber wo ist er denn? Hä? Ach, den werden wir auch beschossen. Oh ja, der schaut sogar noch ziemlich lebendig aus. Und ich glaube, wir haben gerade einen unserer Leute verloren. Nein? Doch nicht.
Wie waren es? 1, 2, 3, 4? 1, 2, 3, 4. Ne, es leben sogar noch alle. Also außer dem Kundschafter, was ich sehr tragisch finde. Hm. Egal. Er ist in heldenhafter Ausführung seiner Pflichten hat er sein Leben für uns gelassen. Das macht es zwar nicht besser, aber es klingt ziemlich hochgestochen und den einen oder anderen besänftigt diese Aussage vielleicht. Wenn er sie denn so unterbreitet bekommt oder untergebreitet bekommt und dem Kundschafter irgendwie nahe stand. Egal, lassen wir das. Schauen wir hier nochmal ins Eck rein. Ach, da sehen noch welche. Jetzt habe ich euch aber gesehen. Halt, stopp, da sind sie. Da, nieder mit diesem Pack. Den haben wir auch erwischt. Und jetzt den da. Und den da. Genau, ich hätte es nicht besser sagen können. Sind hier die Mädels? Stopp, da ist wieder noch so ein gesetzloser Hund. Zwei Frauen, die wir retten können. Wunderbar. Die, würde ich sagen, schicken wir als letzte Handlung in dieser Folge zurück in das Dorf. Es dürfte hier eigentlich niemand sein, der das irgendwie unterbindet. Ach ne, Moment, die laufen vorne rum. Dann muss ich die doch in der nächsten Folge losschicken, um das hier noch ein bisschen abzusichern. Aber gut, ich habe es gerade schon angedeutet. Wir sind wieder am Folgenende angekommen. Das heißt, ich speichere an dieser Stelle. Und wir sehen uns in... Moment, einen Spielstand aussuchen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge... Wahrscheinlich wieder. Bis zum nächsten Mal.